Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ich dazu entscheiden solltet. Wir reden mit Tropfwachs und machen die Quest hier weiter. Tropfwachs will sich gleich an den Entwurf eines Regelwerks machen. Tropfwachs hat nachdenken wir ganze lange Zeit und machen schöne Regeln. Endlich wird jetzt anwenden. Vorzuerst musst du Laienwerkzeug denken. Musst du machen mit System, aber jetzt wird Liste schreiben, Name, verwenden, Zweck und Ort. Bringst du Registerliste hier zu Trockdocs. Tropfwachs wird inzwischen durch Zeit über nächste Regel denken. Dann denken du über nächste Regel, du. Denken in Denkschale. Schnell, harte Denkschale. Großwachsner, hast du freie Zeit oder warum spazieren herum? Trockdocs soll in die Registerliste schreiben. Pschüh, so viele Leerkästchen. Alles einfüllen mit genauer Schrift. Willst du auf Arm nehmen? Hast du Registerliste an Trockdocs liefern? Co. ist großer Schritt nach vorn. Jetzt kann Trockdocs immer wissen, wo Laienwerkzeug ist. Und jeder kann leihen ohne Problem. Nächste Regel ist für Wache. Tropfwachs hat perfekte Kartezeichnung mit alle Grenzenlinie, sogar mit bunter Farbe. Jetzt kann Wache wissen, wo Beschützengebiet anfängt. Bringst du neue Karte zu Tablix, damit Wache gut organisiert. Tropfwachs wird inzwischen denken über nächste Regel. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, zu viele Regeln sind auch nicht gut, aber schauen wir mal. Großwachsler ist immer große Freude zu treffen. Perfekte neue Karte. Psst, Tablix kriegt Schwindelschwirren vor Augen. So viele Linienstriche, so viel Verwirrenfarbe. Willst du ganz verrückt machen? Plan ist viel zu kompliziert. Wie soll Tablix jemals behalten? Eine Denkschade. Ist viel lieber ohne Plan. Oh Mann. Hast du gratis schenken, plan an Tabklix. Co. ist weitere große Schritt in richtige Richtung. Bald ist frohe Halde ganz sichere Gebiet. Hast du viele Dank, Großwachsner. Tropfwachs wird jetzt spazieren und wenn andere Probleme bemerkt, wird Lösung finden mit scharfe Geist. Und wenn du wieder hilfst, gibt bald gar keine Probleme in frohe Halde. Schlafix will wissen, was die neuen Regeln bewirkt haben. Schlafix hat Wälzen den Schlaf ganz ohne Ruhe. Glaubst du, neue Regel von Tropfwachs ist gut? Vielleicht kannst du mal fragen mit unbeteiligter Miene. Na gut, die Leute werden jetzt sagen, ist nicht gut. Also zumindest der Trockdocs auf jeden Fall. Neue Regel, Co. Trockdocs muss jetzt schreiben, ganzer Tag. Schmerzen schon alle Finger von Klammer greifen, blöde Stift. Und wenn Ausleihen dauert lange, ist gar nicht praktisch. Nächste Benutzer warten in lange Schlange. Regel, ho, weiße Lautjungs glaubt eigentlich, braucht nicht solche genaue Regel. Bis heutige Tag ist doch auch gut gegen Co. Siehst du, braucht nicht neue Sachen, wenn alte Sache war gut. Thank you.
Dass man hier nicht fliegen kann, macht es nicht einfacher. Ach so. Nächtlicher Taufragen, glaube ich. Ja. Die neuen Regeln von Tropfwachs. Tja, besonders viel Gutes habe ich ehrlich gesagt noch nicht darüber gehört. Natürlich braucht man auch hier ein Mindestmaß an Regeln, aber Tropfwachs hat es wohl ein bisschen übertrieben. Alles haarklein festzulegen ist einfach zu viel des Guten. Achso, wir müssen wieder rausgehen, da auch fragen. Achso. Ja, viel hin und her gehen. Viel Laufquest. Warum müssen wir hier nicht hin? Achso, da hinten. Nee, warte, ey. Ach, da unten nur im Lager. Da ist eine Markierung, die man schlecht sieht. Neue Karte, Co. Kannst du haben. Ehrliche Meinung direkt im Gesicht. Karte sollst du sofort auf Müll werfen. Kann kein Goblin verstehen. Siehst du vielleicht bunte Linie auf Boden? Nein, weil gibt doch keine auf Boden. Und deswegen ist Karte ganz sinnlose Sache. Jetzt steht Wache und schaut auf Karte mit Glotzenauge, statt schauen, ob Indigo-Hand kommt. Tschüss. Boah, recht hat er da recht. Wenn die Karte nicht verstanden wird, dann guckt er die ganze Zeit auf die Karte, statt auf das, worauf er eigentlich achten soll. Tja. Wo der Kleine recht hat, hat er recht. Machst du lieber nicht so viel Haufen Tropfwachs. Alle Goblin hassen Regeln von Tropfwachs, aber das ist ganz unmögliche Sache. Tropfwachs wird Regeln noch besser machen. Ganz genaue Grenze, ganz perfekte Liste. Dann wird sicher funktionieren, oder lieben, schöne neue Regeln. Cool. Tropfwachs ist gute Goblin, aber denken immer nur von einer Seite. Kannst du vielleicht suchen gehen? Sagst du, Schlafwachs wird warten an Ort mit Erinnerung? Dann kann gemeinsam neuer Anfang machen. Okay, da haben sie jetzt echt gedacht, wir müssen noch ein bisschen 20 Minuten raushauen. Da machen wir mal eine Quest, da läuft man immer nur hin und her. Das haben sie sich wohl gedacht. Koho, Großwachsener, hast du schon wieder Retten zu wiederholte Mal. Großer Dank. Ort mit Erinnerung, sagst du. Bitte kommst du auch mit, Großwachsener. Bestimmt werden große Streit. Schlafwegs mein Sammlerviertel mit Ort mit Erinnerung. Liegt auf Weg nach Frohe Halde. Kommst du auch?
Ich bin froh, wenn ich wieder normale Menschen so sprechen kann. Ganz ehrlich. Wirklich schöne Blick, aber warum hast du rufen? Kannst du noch erinnern, wie vor langer Zeit hier stehen gemeinsam und Plan machen für schöne Stadt? Oh, ist frisch in Erinnerung wie vor einem Tag. Plan für beste Stadt auf ganze Welt. Und wichtigste ist, alle Bewohner sind frei in freie Stadt. So haben Konzept machen damals, weißt du noch? Und jetzt sind alle Fangen im Fängnis aus ganz vielen Regeln. Brauchst du nicht weitersprechen. Tropfwax hat Versagen. Versagen mit Grenze, ganze Linie. Kannst du festhauen auf weiche Birne. Tropfwax hat verdient. Cool. Was sagst du für unsinnige Worte? Musst du frei und freundlich sein zu anderen. Tropfwax ist hell in Denkschaden und hat sehr Anstrengungen für frohe Halde. Schlafwix will weiter gute Freunde sein. Schlafwix! Fällt riesengroße Riesenstein von Herz von Tropfwax. Cool. Das soll einzige Regel von froher Halde sein. Freundlich zu anderen. Sprichst du ganz aus Herzen von Schlafwix? Das soll einzige Regel sein. Schlafwix, kannst du helfen? Troktox findet Angel nicht, ist wie in Boden hineinverschlucken. Angel steht gar nicht in Registerheft. Hat jemand Diebstählen vielleicht oder mitnehmen ohne Schreiben? Wer kann gewesen sein? Coco, kann sein, Schlafwix hat ausborgen. Schlafwix hat sehen, wie große Fisch schwimmt und wollte nur ganz kurz borgen und gleich zurückgeben. Aber dann ist ganz Fallen aus Denkschale. Pschü, kannst du glauben? Regel gilt auch für Schlafwix. Anführer muss gutes Beispiel sein. Für solche Frechheit kriegst du Prügeltracht und zwar saftige. Jetzt gibt's erstmal hier Prügel. Tracht für ihn. Tropfwax hat war echt große Wut, hat schon recht, Anführer muss gutes Beispiel sein. Welche Regeln gibt es, wichtige Frage, aber auch einhalten ist wichtig. Wenn es nicht zu viele Regeln gibt, dann kann jeder leicht einhalten. Aber wenigstens ist erste Regel von froher Halde fix, musst du freundlich sein zu anderen. Du bist ganz freundlich, Großwachsner, hast du viele Dank für alles. Nein, das war's noch nicht, wir brauchen noch mehr. Oder eine Folge-Quest-Reihe jetzt. Eine Questreihe, auf die noch eine Questreihe folgt. Wartet ab hier. Nächtlicher Tau macht sich Sorgen um neu zurückgezogene Bewohner. Zugezogene Bewohner. Was soll ich mit denen nur machen? Ach, ich meine die jüngsten Neuankömmlinge. Ich frage mich, ob sie sich wohl in Frohhalde eingliedern können. Die Sitten sind hier doch ganz anders. Könntest du die beiden vielleicht etwas einweisen? Wer weiß, was sie sonst hier anrichten? Du bist ja selbst erst vor kurzem hier angekommen. Da hast du sicher noch gute Erinnerungen, worüber man hier als neuer Siedler stolpern kann. Die beiden Neuen heißen Kerbiger Knochen und Dedean. Viel Glück! Und danach kommt sogar noch eine Quest-Treiber. Zumindest mal eine Quest mit einem eigenen Bild. Bam, bada, bam, 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 bada, da, da, bam. Aha, das ist ja schon ein Unterstützer, ausgezeichnet. Wir sind, naja, Wissenschaftsflüchtlinge, könnte man sagen. In Ulda hat man uns gnadenlos ausgenommen und jetzt werden wir von diesen Wucherern verfolgt, die ihre Schulden eintreiben wollen.
Die kennen keine Gnade, das sage ich dir. Die finden dich, egal in welchem Loch du dich verkriechst. Aber hier, hierher kommen sie garantiert nicht. Aber so toll, wie wir zuerst dachten, ist das hier gar nicht. Wir haben uns eingebildet, hier würde alles ganz anders sein als im übrigen Eosea. Das gelobte Land quasi, aber wenn man näher hinsieht, läuft das Zusammenleben in froher Halde alles andere als reibungslos. Und dann noch all die Goblins, denen traue ich nicht über den Weg. Und deswegen haben wir beschlossen, mit ein paar Gleichgesinnten in der Nähe eine neue Siedlung aufzubauen. Ein Paradies, nur für aufrechte, vertrauenswürdige Leute. Wir haben da ein paar Flugblätter ausgedruckt, die sehen klasse aus, alle auf Hochglanzpapier und so. Habe ich selbst entworfen. Kannst du ein paar davon an die Abenteurer im Akademieviertel verteilen? Damit hast du dann schon einen sicheren Platz in unserem neuen, quasi schon fast fertigen Paradies. Versprochen. Ich weiß ja nicht. Was gibt's? Ha, ein Paradies, weit besser als Frohe Halde. Ist doch hier gar nicht schlecht, wenn du mich fragst. Ja, eben. Diese Rassisten haben nur was gegen die Goblins, das ist doch alles. Hast du Matsch in Denkschale? So schaut's nämlich aus. Die haben einfach Matsch in der Denkschale. Du bist schon ordentlich rumgekommen, was? Das müssen sich die wilden Tiere zwischen den Trümmern verstecken. Da müssen sich die wilden Tiere zwischen den Trümmern verstecken. Was ist das für ein Wich? Neue Siedlung? Ich habe mich gerade erst hier niedergelassen. Da ziehe ich nicht so schnell wieder um. Das scheint nicht so gut anzukommen, wa? Ist die Aussicht nicht atemberaubend? Sieh dir das mal an. Ha, neue Siedlung. Also ich will hier bleiben. Die Leute sind freundlich und die Landschaft ist schön. Was will man mehr? Na, was haben die Leute gesagt? Stehen schon alle mit gepackten Sachen bereit? Was? Keiner will hier weg? Denen haben sie doch eine Gehirnwäsche verpasst. Wie können die nur alle hier leben wollen, zusammen mit Massen von hochgefährlichen Goblins? Da hast du vollkommen recht, D.O., Lidian. Die sind nicht bei rechtem Verstand. Wir müssen ihnen deutlich machen, in welcher Gefahr sie schweben. Kerbiger Knochen will den Bewohnern von Frohalde die Augen öffnen. Ich bin mir ganz sicher, die Siedler werden hier manipuliert. Keiner kann hier ernsthaft wohnen wollen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Alles voller Goblins, die jederzeit durchdrehen können. Jeder weiß doch, dass diese Knilche äußerst gefährlich sind. Aber den Göttern sei Dank habe ich die Augen offen gehalten. Da ist nämlich gerade ein schwer gepanzerter Goblin hier vorbeigewatschelt. Wieso sollte sich jemand derart rüsten, wenn er ins friedliche Sammlerviertel geht? Der führt was im Schilde, das sage ich dir. Folg dem Goblin und tappe ihn auf frischer Tat. Dann werden die Leute hier einsehen, dass man mit so gefährlichen Kreaturen nicht zusammenleben kann. Lidian will einen Goblin bei verdächtigen Aktivitäten beobachtet haben. Die Leute hier sehen nicht, dass sie in größter Gefahr schweben, aber ich werde ihnen schon die Augen öffnen. Gerade eben habe ich einen von diesen hinterlistigen Goblins gesehen, wie er Neulinge abgeführt hat. Sie sind in Richtung St. Mokian Arboretum gegangen. Diese Dummköpfe von Abenteurern sind widerstandslos mitgegangen. Mich hat er auch ganz hinterlistig eingeladen. Ha, aber Lidian geht diesen verschlungenen Burschen nicht auf den Leim. Kannst du den Trupp verfolgen und herausfinden, wie die Goblins
wie die Goblins anstellen, die Abenteurer willenlos zu machen. Wenn wir das wissen, können wir der Sache ein Ende bereiten. Ich glaube einfach, die sind freundlich da zusammen hingegangen. Das ist alles. Und der andere hat er einfach schon mal aufs Maul bekommen. Deswegen hat er sich eine Rüstung angezogen, weil er nicht wieder aufs Maul kriegen will. Na, schau mal, vielleicht haben sie ja recht. Auch wenn ich es stark bezweifle. Warum so starke Rüstung, fragst du? Weil Gobby Käfer scheuchen muss. Hier gibt viele kleine Libelle, weißt du? Jetzt ist Zeit für Eierlegen von Libelle, dann kommen ganz viele bald. Musst du kaputt hauen, bevor ganz viel und ganz fertig werden. Kannst du vielleicht leihen helfen, Hand? Schade, man könnte mehr als einen auf einmal holen. Oh, musst du genau reinlaufen dann. Okay. Jetzt ist sicherer Ort. Hast du vielen Dank, Großwachsner. Gerne doch. Immer. Ich bin immer dabei. Wenn es darum geht zu helfen. Also wenn sich irgendein Thema durch das ganze Let's Play und durch die ganze Geschichte von Final Fantasy XIV durchgängig zieht, dann ist es, dass Potato Pad immer hilft. Also, es gab noch keinen einzigen Moment, an dem das nicht so war. Was wir hier machen? Na, dieser Goblin zeigt uns die Siedlung, einen Rundgang machen, damit wir frisch zugezogenen einen leichten Start haben. Die Siedlung ist wirklich weitläufig, ein Glück, dass uns die Goblins alles zeigen. Bist du auch neu in Frohalde? Dann solltest du die Führung auch mitmachen, da kannst du echt was lernen. Der Goblinführer gibt uns sogar Tipps, wo man hier an nützliche Rohstoffe kommt und all das. Wirklich ein freundlicher Empfang, das muss ich sagen. Wie bitte? Was unser Goblin erzählt hat? Nein, eine ganze Menge. Es gibt hier wirklich viele, worauf man aufpassen muss. Gefährliche Ungeziefer etwa. Als Abenteurer werden wir damit schon fertig, aber dank unseres ortskundigen Führers werden wir sicher einige unliebsame Begegnungen vermeiden können. Psch, Hirn waschen! Hast du Schmutz in Denkschein oder warum sollst du tun? Gobby zeigt neue Bewohner alle Orte in Frohalde. Köstliche Essenssache, gute Findenstelle für Stein, Nest von fährlichen Tiere. Musst du gut Bescheid wissen haben, wenn du hier wohnst. Tja. Da ist wohl alles doch nicht so, wie sie sich dachten. Hast du herausgefunden, was die Goblins mit den Abenteurern anstellen?
Sie veranstalten Führungen durch die Siedlung. Ha, damit ist das wohl eindeutig bewiesen. Die wollen uns hinters Licht führen, ganz klar. Keiner ist derart freundlich, die Goblins am allerwenigsten. Wahrscheinlich ist das alles Teil ihres fiesen geheimen Plans, aber den werde ich schon aufdecken, keine Sorge. Jetzt erstmal was zu essen organisieren, ohne heimtückische Goblin-Führung. Schon wieder da? Hast du den gemeingefährlichen Goblin aufgehalten? Was? Schädlingsbekämpfung? Das gibt's doch nicht. Das wäre doch das erste Mal, dass ich einen Goblin etwas für Gemeinwohltun sehe. Das kann nur Tarnung sein. Ich würde den Leuten schon noch beweisen, dass die Goblins eine tickende Bombe sind. Irgendwann bringen sie alle anderen hier um. Da kannst du Gift drauf nehmen. Meinst du? Ich glaube, ja, wenn ich darauf Gift nehme, würde ich eher sterben als durch die Goblins, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Kerbiger Knochen hat Hunger. Wir müssen herausfinden, wie die Goblins die Abenteurer gefügig machen, aber vorher steht noch ein dringenderer Punkt auf dem Programm, was zu essen organisieren. Über all die der Goblin-Beobachtung habe ich das glatt vergessen. Wie wär's mit dem Stück getrockneten Wasserbüffelfleisch hier? Mit dem Stück getrockneten Wasserbüffelfleisch hier. Kerbiger Knochen, habe ich von diesem Lagerfeuer-Goblin bekommen. Ach, Dedian, du Idiot, denk doch mal nach. Das ist doch sonnenklar, dass die da irgendwelche bewusstseinsverändernden Stoffe reingemischt haben. Jetzt ist es Zeit, Farbe zu bekennen, Freund. Auf wessen Seite stehst du? Auf unserer will ich doch wohl hoffen. Das kannst du unter Beweis stellen, indem du uns das Fleisch von Kriechern aus der Akademieviertel besorgst. Appetitlich sehen die Viecher nicht aus, aber immerhin sollte ordentlich was dran sein. Und bitte vorher an einem Lagerfeuer braten. Roh kriegt man das Zeug sicher nicht mehr runter. Nicht runter. Okay. Bam, ba, da, 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 bam, bam, bam. Es ist verdammt viel, geh aus froher Halde raus, geh nach froher Halde zurück, geh aus froher Halde raus, geh zu froher Halde zurück. Wenn man das alles rausschneiden würde, wären wir vermutlich bei 6 Minuten Quests, die dann gestreckt werden auf eine Stunde oder so. Nee, ich muss sagen, die Questreihe gefällt mir nicht gut bisher. Die ist irgendwie lahm. Ich musste nur einen, ja. Es ging nur darum, einen Laufweg zu haben. Es ging einzig und allein darum, einen Laufweg hinzulegen. Willst du was rösten, Großwachsner? Wenn du Flamme nicht löschst, kannst du gerne benutzen. Siehst du, wie freundlich die sind, die Goblins? Aber der macht dir Lagerfeuer im Regen. So. Was ist die Traumtafel? Hat schon nie gemacht. Hast du was zu essen besorgt? Uns hängt der Magen schon bis zu den Kniekehlen. Oh, das sieht ja ganz appetitlich aus. Richtig professionell gerüstet. Du bist nicht zufällig Gourmet in dem Beruf. Dann könntest du uns nämlich öfter was kochen. So, das Stück getrocknetes Wasserbüffelfleisch brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Bring das mal schön zu dem Lagerfeuer-Goblin zurück. Ich will nicht riskieren, vergiftet zu werden. Und wir werden uns inzwischen an deinen gebratenen Kriechersteak gütlich tun. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Wir müssen jetzt nicht wieder da raus und zu den... Oh mein Gott. Ist das der einzige Lagerfeuer-Goblin auf diesem ganzen Planeten? Ist der, der draußen ist, wo wir gerade hergekommen sind? Also jetzt langsam wird es echt ein bisschen frech vom Spiel, dieses Hin und Her. Die wissen ganz genau, was sie hier gerade tun. Jetzt gerade verschwendet das Spiel meine Zeit. Tatsächlich. Das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, das Spiel verschwendet hat wirklich einfach meine Zeit.
Willst du noch mehr rösten, Großwachsner? Großwachsende wollen lieber Kriecher essen als Büffelfleisch. Bist du sicher? Kannst du ganz rumpelnde Bauch bekommen von gebratenes Kriechersteak? Bringst du lieber Tee für Magen zu, Freunde? Sonst wird sicher Toilette laufen für den ganzen Tag. Oh. Also ich weiß nicht, denn Fleisch, das war nicht ganz so das Wahre. Mein Bauch rumort ist ganz gewaltig. Oh. Magentee, her damit, wenn du diese Bauchschmerzen wieder aufhören. Hoffentlich wirkt das halt schnell. Ich sehe schon lauter violette Kreise vor den Augen. Ah! Bin ich mir das ein oder haben die Magenkrämpfe tatsächlich schon nachgelassen? Puh, den Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Das wäre aber auch ein verdammt unrühmliches Ende gewesen. Danke dir, Abenteurer, wenn du nicht gewesen wärst. Den Tee hat dir der Goblin mitgegeben, weil er sich Sorgen um unsere Magen gemacht hat. Das gibt's doch nicht. Bisher hat sich noch nie einer um uns gekümmert. Und wenn, dann nur, damit er uns anschließend ausnehmen konnte. Und diesmal soll es anders sein? Ha, wer es glaubt? Kerbiger Knochen traut den Goblins nicht über den Weg. Was für ein Interesse kann ein Goblin an der Gesundheit unserer Mägen haben? Sag doch mal was. Glaubst du nicht auch, dass das alles höchst verdächtig ist? Dein Hirn ist auch schon weich vom Umgang mit diesen fledermausohrigen Wichten. Aber bald wirst du selbst zu es eingestehen müssen. Ich habe nämlich gerade eben einen äußerst verdächtigen Goblin beobachtet. Er ist in Richtung Akademieviertel davongelaufen. Jetzt, wo wir wieder bei Kräften sind, können wir ihn verfolgen. Geh schon mal vor. Ich glaube, die werden die ersten Neuankömmlinge sein in Frohalde, die hier rausgeschmissen werden. Weil sie nicht mehr erwünscht sind hier. Das ist ganz ehrlich. Ich glaube, das werden die ersten Neuankömmlinge sein, die hier rausgeschmissen werden von den Goblins. Und womit? Mit Recht. Mit Recht, würde ich sagen. Unser Zielobjekt ist dort entlang gelaufen. Jetzt erwischen wir ihn auf frischer Tat. Los, mir nach! Da bist du ja. Sieht so aus, als wären wir zu spät gekommen. Also, was ist passiert? War das ein Goblin? Ja, natürlich. Diesmal hat es wirklich verdammt wehgetan. Oh. Diesmal? Verflucht. Siehst du, wohin dieses naive Vertrauen führt? Jetzt hat es schon einen Unschuldigen erwischt und offenbar nicht zum ersten Mal. Diese Goblins werde ich mir zur Brust nehmen, das verspreche ich. Hä? Wie? Nein, nein, das war kein Angriff. Du verstehst es ganz falsch. Mach dir keine Mühe, diese Verbrecher zu decken, guter Mann. Bestimmt haben dich die Goblins bedroht, dass sie dich umbringen, wenn du sie verrätst, richtig? Aber darum kümmere ich mich schon. Los, zurück nach Frohalde. Lagebesprechung. Ach, bei mir ist alles in Ordnung, keine Sorge. Aber bei deinem Freund scheint was nicht zu stimmen. Der hat das alles ganz falsch verstanden. Wir haben bestimmt zusammen trainiert oder so. Der Aufbau unserer neuen Siedlung muss erstmal warten. Zuerst retten wir die Leute von Frohalde.
Ich habe schon mit Dedian darüber gesprochen und er ist ganz meiner Ansicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses hinterlistige Pack von Goblins die Leute weiter täuscht. Kerbecker Knochen hat eine Idee, wo der verdächtige Goblin sein könnte. Ich hatte so einen Verdacht, wo unser Goblin sein könnte, der den armen Abenteurer vermöbelt hat. Im Akademieviertel, ja. Die Lagebesprechung hier war vielleicht doch keine so schlaue Idee. Wir hätten ihn gleich weiterverfolgen sollen, aber egal. Ist ja nicht weit. Und diesmal geht er uns nicht durch die Lappen. Lauf schon mal los. Ist ja nicht weit, weil es ist so... Das Spiel verhöhnt mich. Weil es ganz genau weiß, dass es mich immer unnötigerweise hin und zurück laufen lässt gerade. Und doch, Spiel ist weit. Das hat sich so mit summiert, die Laufwege. Ah, da bist du ja. Der Goblin ist bestimmt nach Süden gelaufen. Wir werden ihn auch unauffällig verfolgen. Sieh nur, da vorne ist unser verdächtiges Subjekt. Er hat ein Seil aus froher Halde mitgebracht. Er will jemanden damit einfangen, darauf kannst du wetten. Oder womöglich erhängen. Los, weiter! Bestimmt bringt er das Seil irgendwo hin, wo jemand runtergestürzt ist, die Klippe, um ihm zu helfen. Ich sehe schon, komm. Er sieht sich um, ob ihm auch keiner gefolgt ist, ha? Oder vielleicht wartet er hier auf ein Opfer. Klar, hier draußen kommt ja kaum einer vorbei. Ideal für das perfekte Verbrechen. Schnell, er geht weiter. Sieh dir das mal an. Wer kann nur so grausam sein? Diese Goblins sind durch und durch verdorben. Kerbiger Knochen, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dieses Monster noch weiter verfolgen will. Lässt du dich von einem Wicht einschüchtern, der gerade mal so groß ist wie du? Wer soll die Leute beschützen, wenn wir es nicht tun? Weiter und keine Widerrede. Autsch, bitte aufhören. Ich hab wirklich genug. Psch, machst du mal Klappe zu und ruhig atmen. Guck, gleich wirst du angenehme Gefühl bekommen im ganzen Körper. Ist quält dein Abenteurer, ist das zu fassen? Hey Goblin, weg da, sonst passiert was. Psch, aber Großwachsen hat Gobby doch bitten um Helfenhand. Kennst du nicht Heilentechnik mit Muskelkneten? Alte Goblin-Wissen. Zuerst ist großer Schmerz, aber dann ganz angenehme Gefühl. Das soll eine Massage gewesen sein? Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Ich erkenne eine Massage, wenn ich sie sehe. Vielen Dank, Doktor. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Aber wenn ich fragen darf, was hat es mit all den Kadavern vorhin auf sich und wozu das sei? Kadaver? Ah, die Tiere. Das ist das Honorar für die Behandlung. Ich bin nämlich Jäger, wisst ihr? Seil brauchst du für Zusammenbinden von viele kleine Wildtier. Gobby ist ganz schlechter Jäger, aber Aldred hat geschickte Fangenhand. Machen gegenseitig Helfentausch. Früher bin ich mit meiner Bande durch diese Gegend gezogen. Wir haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen, wo immer wir hinkamen. Aber dann hat mir das Schicksal einen deutlichen Wink gegeben und mir die Wirbelsäule angeknackst. Tja, und seitdem gehorcht mir mein Körper nicht mehr richtig.
Dank der Behandlung meines Freundes hier kann ich die ständigen Schmerzen gerade so ertragen. Hier in Frohalde habe ich endlich die Heimat gefunden, die ich suchte. Da helfe ich gerne, wo ich kann. Auch um diesen dreisten Indigo-Handgoblins unter Kontrolle zu halten. Diese radikalen Fanatiker machen sogar ihre Mitgoblins das Leben schwer. Wie? Soll das etwa heißen, dass nicht alle Goblins? Das... Ich dachte, Indigo-Hand sei einfach ein anderes Wort für Goblin. Wenn ich das gewusst hätte. Es tut mir leid, dass ich so misstrauisch war. Wisst ihr, wir hatten mal einen ganz üblen Zusammenstoß mit diesen Indigo-Brüdern. Also dachte ich, wir versprechen, dass wir uns bessern werden. Nehmt uns in die Gemeinschaft eurer Siedlung auf. Aufnehmen? Was meinst du mit aufnehmen? Bist du doch schon hier. Frohalde ist Freistadt. Alle können kommen. Danke, danke, mein Freund. Das ganze Missverständnis tut mir wirklich leid. Nun, sag, wie können wir uns entschuldigen? Entschuldigung? Sollst du Schuldiggefühl lieber wegkneten lassen von Gobby? Ist gut für so einen gesunden Geist und so einen Körper. Co. Warte, nein, nein. Ich glaube nicht, dass ich das will. Bleib mir vom Leib. Nein, denk gar nicht dran. Knochig, kerbiger Knochen... Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens, aber irgendwie fühle ich mich jetzt erstaunlich leicht. Ich könnte ganz Frohalde allein wieder aufbauen, so fit wie ich jetzt bin. Naja, vielleicht brauche ich doch noch einen kleinen Moment. Wir sehen uns am üblichen Treffpunkt, Freund. Nee, jetzt teleportiere ich mich. Die 167 Kill ist mir das wert. Es tut mir leid, dass wir dich gegen die Goblins aufwiegeln wollten. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht schlecht von uns. Wir haben eben so einiges mitgemacht, da traut man nicht immer jedem. Also dann, bauen wir unser neues Zuhause auf. Genau, Kerbiger Knochen. Ja, volle Bürgerrecht. Okay, das ist die letzte Quest. Kerbiger Knochen und die Dedian wollen vollwertige Mitglieder von Frohalde werden. Kannst du uns vielleicht noch einen Gefallen tun? Der Goblin-Masseur hat zwar gesagt, jeder sei automatisch Mitglied von Frohalde, sobald er hier ist, aber ich hätte doch gerne eine offizielle Erlaubnis. Ich meine, nach allem, was passiert ist, will man uns vielleicht gar nicht mehr hier haben. Du hast doch einen guten Draht zu den Goblins. Meinst du, dass du ein gutes Wort für uns einlegen könntest? Schlafix war der Name des Anführers hier, ja? Frag ihn, ob wir Bürger von Frohalde werden können. Also ich sag nein. Also sie werden es sowieso... Psch, neue Siedler wollen Teil von Gemeinschaft werden. Schlafix hat selbstverständlich ganz offene Arme. Schlafix wird gleich Papier schreiben mit Stempel. Sagst du mal Namen von neuen Siedler? Kerbiger Knochen, psch, gibt irgendwie schwache Leuchten mit Erinnerungen in Denkschade von Schlafix. Co, jetzt ist Gil fallen. Kerbiger Knochen hat Brief bekommen. Kannst du vielleicht bringen? Muss ganz wichtige Sache sein. Alles steht mit roter Schrift. Oh nein. Die Schuldeneintreiber. Ich sehe schon kommen. Ohne Absender aber. Oh, das Bild. Na, was hat Schlafix gesagt? Ein Brief für mich. Von wem könnte der nur sein? Wir wissen ganz genau, wo du bist. Du hast eine allerletzte Gelegenheit, das Geld zurückzuzahlen, und zwar den vollen Betrag. Nutz diese Chance oder du kannst die Toffeln künftig von unten betrachten. Hochachtungsvoll Knebel und Co. Das sind die Geldantreiber. Sie haben uns gefunden. Sie sind hinter mir her, also werde ich das auch alleine regeln. Dedian, sag dem Masseur schöne Grüße von mir. Ich hatte mich schon fast auf die nächste Behandlung gefreut. Aber Kerbiger Knochen, was redest du denn da? Was soll ich denn ohne dich tun? Es geht nicht anders. Wenn ich hier bleibe, bringe ich die Siedler in Schwierigkeiten. Und ich möchte wetten, das sind auch alles Leute, die schon mehr als genug durchgemacht haben. Potato, kannst du in Richtung Sammlerviertel nachsehen, ob die Halsabschneider schon da sind? Ich will nicht riskieren, mitten in einer Menge Unbeteiligter in dieser Schläger zu rennen. Okay, können wir machen. Heute ist das mit dem Vorlesen echt schwierig bei mir. Ich weiß auch nicht, heute ist auch sehr warm der Tag. Ungewöhnlich warm, deswegen geht es mir vielleicht heute auch nicht so... Kralle, ich muss mich erstmal wieder an diese Temperaturen gewöhnen.
Wie hausen diese Ratten also jetzt? In Saus und Braus. Was gibt's, mein Freund? Wohnst du hier? Ich hoffe, du bist nicht zart beseitigt. Hier wird's nämlich gleich mächtig rundgehen. Sie sind also tatsächlich schon da. Ich werde versuchen, mich über das Akademieviertel aus der Siedlung zu stehlen. Wenn sie mich aufspüren, dann mögen mir die Götter gnädig sein. Kerbiger Knochen, warte noch. Irgendwann erwischen sie dich ja doch. Es muss einen anderen Weg geben. Ich meine, ist das nun eine freie Stadt oder nicht? Wenn es nicht mal hier ein Neuanfang gewährt wird, wohin sollen wir denn dann noch fliehen? Wir müssen die anderen Siedler bitten, uns zu helfen. Und dann vertreiben wir die Schuldeneintreiber, ein für alle Mal. Bitte hilft uns auch. Bam 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 bam. So. Ho. Das ist schlafig schon. Was für ein schönes Aufgebot. Obwohl der kleine Trabant von Kerbiger Knochen ist, kann auch er selbst nicht weit sein. Aber er hat doch schon zurückgezahlt, was er sich von euch geliehen hat. Und von den Zinsen hat er nichts gewusst. Wir weigern uns, diesen Wucher zu bezahlen. Und überhaupt ist Kerbiger Knochen gar nicht hier. Pschüh, Kerbiger Knochen ist schon hier. Ist ganze neue Bürger von Siedlung. Oh. Seht ihr? Wenigstens einer von euch hat einen Funken Verstand. Gut erkannt, kleiner Freund. Wenn ihr Kerbiger Knochen ausliefert, passiert der Siedlung nichts. Und ihr habt es ja auch hier... Und ihr habt es hier auch schöner ohne so verlogenes Gesindel wie den. Sindel? Verstehst du gar nicht. Kerbiger Knochen ist schon Freunde werden. Und Regel hier ist, musst du freundlich sein zu Freunde. Sollst du lieber aufpassen, dass dir nicht passiert. Hä? Bedrohst du mich etwa? Da kennst du die Branche aber schlecht, wenn du meinst, ein Geldeintreiber würde sich einschüchtern lassen. Und du kennst den berüchtigten Banditen Edred schlecht, mein Freund. Lass uns mal sehen, ob du noch kriechen kannst, wenn ich mit dir fertig bin. Berüchtigt? Mal ein paar Bommelblumen geköpft und schon hält er sich für... Moment mal, deine Visage habe ich tatsächlich schon mal gesehen auf einem Steckbrief. Edred, der Terror von Tanalan? Ich bin hier nicht der Einzige, vor dem du dich in Acht nehmen solltest. In Froher Halde haben alle möglichen Raubeine Zuflucht gefunden. Söldner, gedungene Mörder, Kriegsveteranen, Glücksritter, Plünderer. Wir alle haben unsere Vergangenheit zurückgelassen. Aber du kannst Gift darauf nehmen, dass wir uns noch bestens an unsere Kampftechniken erinnern. Co, kämpfen Hand noch stark wie ein erster Tag. Wenn so Kerbiger Knochen Schmerzen bringen, kriegst du Drescher auf Denkschale. Und der da? Der kommt mir auch verdammt bekannt vor. Mit dem ist sicher nicht zu spaßen. Was ist denn das für eine Stadt? Juhu, wir haben ihn in die Flucht geschlagen. Vielen Dank, Freunde. Gute Ende bringt Freude in Herz und Schlafwix. Kannst du später kommen für Wörtertausch? Schlafwix muss etwas geben. So. Geldtreiber hat Heimzahlen bekommen mit Zinsen. Großer Sieg. Jetzt kannst du nehmen Brief für Kerbiger Knochen. Pass auf, dass nicht Dreck in Dreck fällt. Co. Tropfwachs muss noch Signier schreiben. Kannst du zuerst den Tropfwachs bei Architektpong bringen? Das Spiel will mich verarschen. Vorhin stand er noch hier. Jetzt ist er auf einmal beim Architektpong. Gut, meinetwegen.
So. Großwachsene, hast du nicht bicken lassen für lange Zeit? Kannst du frohe Zeit bekommen in freie Stadt? Koro, Brief für Signieren schreiben. Mach Tropfwachs sofort. Jetzt kannst du es zu Kerbiger Knochen bringen. Seht ihr, dieses Hin und Her, also ist echt. Diese Quest ist massiv schlimm, was das angeht. Ich verzeihe das den Entwicklern nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Die wissen ganz genau, was sie getan haben. Die machen sogar Witze darüber. Die wissen ganz genau, was sie hier tun. Boah, wir kommen das Rad hier echt langsam vor. Ich wollte dir noch einmal danken. Didian sagt, du hast etwas für mich. Ein Brief von Tropfwachs und Schlafwichs. Sieht ziemlich wichtig aus. Sag jetzt nicht, dass die Goblins sich ihre Hilfe bezahlen lassen wollen. Bestätigen Schrift für Kerbige Knochen und Didian. Beides ab jetzige Zeit für ewige Zeit wichtige und echte Bürger von Frohalde. Beide hat Recht und Pflicht für einzige Regel. Musst du freundlich sein zu Freunde. Signieren Schrift Schlafwichs Tropfwachs. Oh, wie süß. Eine Stadtbürgerurkunde, das ist zu viel für mich. Hier sind alle so nett. Überall hat man uns rumgeschubst und verjagt. Heul nicht, du Hohlkopf. Denk lieber nach, wie wir den Leuten hier alles vergelten können. Irgendwas können wir bestimmt nur tun. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag noch kommen würde. Endlich haben wir eine Heimat gefunden, wo man uns nicht übers Ohr haut und ausnutzt. Das ist noch weit besser als die himmlische Siedlung, die wir am Anfang hier aufbauen wollten. Weißt du noch, die Flugblätter? Jedenfalls hoffe ich, dass man sich ab und zu sieht. Du bleibst doch auch noch ein Weilchen in der Gegend, ja? Dann können wir die Siedlung gemeinsam noch schöner machen. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen und damit haben wir wieder einen ganz langen Part gefüllt, tatsächlich. Über 50 Minuten ist der Part jetzt schon lang, weil diese Quest einfach wirklich extrem lang ist und extrem nervig lang. Nicht positiv gut lang, sondern echt nervig lang. Kann man nicht anders sagen. Aber wir haben es geschafft. Das heißt, der nächste Stopp ist Azes La. Und in Azes La werden wir dann die ganzen Nebenquests machen, die hier alle so schön sind. Soweit ich das gesehen habe, von der Menge an Nebenquests gibt es hier keine einzige Folgequest oder vielleicht ein oder zwei. Das meiste ist halt wirklich eine Quest und los geht's. Dann werden wir direkt anfangen nachher mit den Sachen hier. Dann machen wir die hier erstmal fertig, dann machen wir die hier fertig und dann machen wir die hier fertig. Einfach vier Inseln. Easy peasy, kriegen wir schon hin. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!